Hey ho, ich melde mich aus dem Schneesturm hier bei Mario Nightmare 64. So, im letzten Part wollten wir eigentlich die goldenen Preise einsammeln, aber wir kamen da irgendwie nicht nach oben und ich wusste nicht ganz, was die goldenen Preise sind. Ich weiß es jetzt, das sind diese Teile hier, wie ich es auch im letzten Part eigentlich unter Verdacht gehabt hatte. Unter Verdacht! Wir sollen oder könnten sogar, so hieß es, mit einem Dreifachsprung nach ganz oben kommen. Erstens, das würde uns aber nichts nützen. Und zweitens, das würde uns nicht nützen. Nichts nützen. Ja. Und drittens, das würde uns, warte mal, ich überlege, nichts nützen. Ja? Ich glaube, jetzt hat es jeder verstanden. Okay. Gut. Ich bin jetzt runtergesprungen. Das war, naja, ich hatte viel Arbeit im letzten Part, da hochzuklettern. Aber ich habe hier zum Beispiel noch eine vergessen. Number 3. Und ich bin tot. Obwohl man hätte von oben runterspringen können und dann genauer und präziser springen können. Naja, gut. Die Chance habe ich mal wieder vertan. Und hier sind hier auch keine... Doch, hier sind Münzen. Gut. Falls ich mir nämlich den Arsch verbrenne und wieder Leben brauche und Mario rutscht da gerade runter. Hallo, Mario. Was soll denn das? So. Gucken wir mal, wie wir da langkommen. Welcher Weg am besten sich eignet. Okay, das ist... Boah, Alter. Ich habe eine Idee. Diese Idee war es nicht. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man die Bombe aktiviert und dann stirbt. Wenn man nämlich einen Stern einsammelt, also wenn man die Bombe aktiviert und einen Stern einsammelt, ist es auf jeden Fall so, dass die Bombe registriert wird. Aber wie ist es denn, wenn wir sterben? Alter, sag mal, was ist mit dem los? Hier hat man wieder einen gesoffen. Und es ist echt schwer, hier auf der dünnen Plattform zu landen, ohne sich zu verbrennen. Gar unmöglich. So, ich bin jetzt drauf. Juhu, Super Mario. Du bist der größte Schwanz. So. Und, zack. Am besten wir gehen rauf, verletzen uns nicht und... Das hat schon mal gar nicht geklappt. Ah, verdammt. Denn oben müssen wir, glaube ich, die Kanone aktivieren, um auch an alle goldenen Preise zu kommen. Weiß nicht ganz genau, aber ich glaube, das war so. So, ich save jetzt einfach mal... Wir können hier... Können wir eigentlich am Rand vielleicht vorbeigehen? Geht das? Boah, ey, das ist so glitschig hier. Das ist wirklich schwer, ne? Wenn man zuguckt, dann weiß man gar nicht, wie schwer das wirklich ist. Ist ja meistens in den meisten Fällen so, dass man denkt, ach, ist ja gar nichts. Boah, ey, da rutscht man echt runter. Das ist so schwer. Das ist unglaublich, dass er nicht irgendwie kurz irgendwie abbremst. Macht er gar nicht. Er signalisiert noch nicht mal, dass er gleich runterfällt. Dieser Schlawiner. So, pass auf. Hier safen wir nochmal. Lupp. Boah, die Sicht ist so scheiße. Welche ist hier am besten wohl? Hm. Die Mario-Perspektive für mich auf jeden Fall nett. Oh, super. Der war gut. Der war gut. So rutscht man nicht, wenn man aufkommt. Beziehungsweise minimal. Ich muss jetzt nach jedem kleinsten Sprung wirklich hier safen. Sonst, ja, toll. Na. Okay, da hat er sich festgehalten. Hier die 100 Münzen einzusammeln, ich weiß ja nicht. Ich war ja noch nicht auf der anderen Insel. Da gibt es ja noch eine Insel. Oder eine Eisskulptur oder was weiß ich, was das ist da noch. So, ich bin schon mal weitergekommen. Ich bin weitergekommen. Ich bin nochmal weitergekommen. Ich bin nochmal weitergekommen. Oh mein Gott, ich bin der Profi schlechthin. Ey, die Sicht ist gar nicht so schlecht. Pass auf. So. Hey Mario, ich mache die Kanone in dieser Welt auf. Deckung. Da oben ist noch eine, das wäre gerade was im Hals. Ja, das wäre ja Nummer 4, aber wo ist 5? I don't know, I don't know. Aua. Oh, ich will den nicht ansprechen. Halt die Klappe. Oh, da rutscht man sofort aus hier. Weil die Schicht so dünn ist. Vielleicht lande ich direkt drauf. Nee, das ist schwer jetzt. Sehr, sehr schwer. Ah, schade. Das war aber gar nicht so schlecht. War der richtige Weg. Oh, alter Schwede.
Wie soll ich da jemals zurückkommen? Oh, da rutscht man sofort runter. Das ist echt mies. Oh, ich will nicht mit dir reden, du hässliche Bombe. Du stinkst. Mm, das ist so arschschwer. Und wenn ich drauf lande, glitsch ich wahrscheinlich nochmal. Mario, warum machst du das? Warum musst du immer Suizid begehen? Das glaub ich nicht. Wir müssen noch... Ich weiß nicht, retten wir hier Prinzessin Peach? Ich glaube nicht, ne? Ist ja einfach nur ein Albtraum. Ich weiß es nicht, wäre aber eine coole Interaktion. Und ich habe keine Ahnung, warum ich... Ja, das ist ziemlich schwer. Und jetzt springt er wieder mit dem Körper runter. Alter, halt die Klappe, du Bombe. Ich will nicht mit dir reden. Such dir andere Freunde. Schnall's mal. Alter! Kann ich den irgendwie umbringen? Dass man diese Scheißbombe nicht irgendwo hinwerfen kann. Sag mal, ich will springen! Hör auf zu reden! Dein Blöd interessiert hier keinen. Ich verstehe nicht, wie soll ich zurückkommen, wenn diese Scheißbombe mich immer anspricht? Wenn ich hier nochmal springe, dann wieder... Ich will mit dir reden, ich habe keine Freunde. Alter, ohne Spaß. Viel Spaß. Wie soll ich viel Spaß haben, wenn du mich die ganze... Nein, Alter, ich will springen. Das ist ein bisschen doof, dass zum Beispiel jetzt nicht eh irgendwie sprechen ist, weißt du? War aber auch damals nicht so. Bei der... Alter, Originalen, aber da gab es auch nicht solche Stellen hier, wo man springen will und der Typ einen anquatscht. Obwohl man es nicht will. Das ist echt schwer. Wie soll ich denn da jetzt wieder zurückkommen? Ich guck mal, was passiert, wenn ich sterbe. So, lassen wir uns mal schön umbringen. Und dann will ich einfach nur mal gucken, ob es wirklich so ist, dass die Kanone im... Obwohl, das können wir gleich sehen. Müssen wir erst nach oben. Und stell dir vor, dann wäre die Kanone nicht freigeschaltet. Junge, ich will nicht mit dir reden. Wann schnallst du das mal? Wie soll ich denn da jemals raufkommen? Da kann ich nur so raufspringen. So. Da muss ich aber hochspringen und dann dieses Huh machen. Aber es geht nicht, weil er dir anspricht. Oder warum kann man das denn nicht so machen? Man kann den nur einmal ansprechen. Danach ignoriert er einen. Das wäre doch auch mal eine Möglichkeit, oder nicht? Oh, Alter. Dieses Level frustet mich sowas von. Weil es wahrscheinlich sowas von einfach ist. Aber ich weiß nicht, wie man hier wegkommen kann. Ich war drauf, Mist. Ich war wieder drauf. Ey, das ist... Man kann auch kaum stoppen. Und wenn man einmal auf der Lava war, dann war es eh aus. Dann purzelt man auf der Kante drauf im besten Falle, aber man schafft es einfach nicht mehr, irgendwie da Fuß zu halten, ohne runterzufallen. Eventuell, wenn man... Wie oft soll ich es noch sagen? Komm, ich mache einen besseren Safe State. Weil sonst sprechen wir die jedes Mal an. Das ist einfach so. Ja! Gut. Okay, die Sicht war schlecht. Alles auf die Sicht natürlich schieben. Huch. Ich hätte wieder safen sollen. Komm. So, die Sicht ist ganz gut. Safen. Springen. Safen. Springen. Safen, springen, safen. Rennen, sterben, scheiße. Springen, 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 springen. Safen, springen, springen. Safen, Weitsprung. Huch. Nein. Oh, der war nicht schlecht. Mann, ich will einen Weitsprung machen. Geht nicht, weil die Kante wahrscheinlich zu klein ist. Nee, ich will noch mehr Leben haben. So. Geschafft. Man möge denken, jetzt habe ich einen Stern. Nee, habe ich nicht. Ich habe eine Bombe geschafft anzusprechen und ja, das war es auch schon. Eigentlich. Und, ne? Im Großen und Ganzen war es das wirklich schon. Och Mensch. Dieses glitschige Eis hier ist natürlich mal eine neue, eine tolle neue Sache, aber... Nein. Eins, zwei... Uah. Ah, die Folge... Ich glaube, die Folge wird sogar am 24. Dezember erscheinen. Es ist jetzt der 23. natürlich. Also wenn ich alles schaffe, oh, ich habe das gerade geschafft, dann müsste das eigentlich so sein, dass, wie gesagt, diese Folge am Dezember kommt. Dann wünsche ich euch natürlich nochmal frohe Weihnachten und Happy New Year. Noch lange nicht, ich weiß. Das wünsche ich euch erst am 31. Aber schöne Weihnachtstage.
Ich habe auch endlich mal 2 Tage frei. Allerdings kann ich da wieder nicht ganz so viel aufnehmen, weil natürlich, ne, man hat ja Familie, Freunde. Hauptsächlich aber die Familie bei den Weihnachtstagen. Ja, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Und ich muss trotzdem morgen arbeiten. Ist das fies? Ist das Leben fies? Ich muss trotzdem morgen arbeiten. Von 9 Uhr bis 14.15 Uhr aber nur. Gott sei Dank. Naja, gut. Komm schon. Oh, das ist echt eine schwere Stelle hier. Muss man nämlich... Die hätte ich aber schon mal geschafft. Ne? Ich war ja schon mal fast oben. Aber ich glaube, man muss da ein paar Mal mehr hoch, ne? Um sich jedes Mal rüber zu katapultieren. Och, Mensch, das ist echt eine Stange Arbeit, muss man schon sagen, ne? Und da komme ich jetzt nicht rüber. Und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich wäre doch ein Noob. So. Und lalala. Oh, super. Och, so ein bisschen. So ein bisschen hier. Jetzt bin ich drauf. Super. Gut, das heißt 4. Wo ist der 5.? Da oben. Ich habe ihn gesehen. Falls ich den noch nicht hatte, dann ist das der 5. gerade. Ist ja lustig. Gerade wo ich davon spreche. Wieder so eine Stelle hier. Wie bin ich da nochmal rübergekommen? Ich glaube so, dann so, dann so und dann dagegen und dann darauf. Leider, ich war im Gedanken schon weiter als in der Realität. Och Mensch, jetzt fällt er da wieder runter. Mario! Wie gesagt, sowas frustet mich echt. Ist einerseits verständlich, aber andererseits kann man übertreiben. Ja, das Problem ist, wenn ich zu weit innen bin, hält er sich nämlich an der Wand fest. Yes! Habe ich den schon? Yes! Nummer 4. Oben ist der 5. und dann haben wir es eingesammelt. Mann, ist das geil. Der war gut, Alter. Wie habe ich das geschafft? So, Alter. Einfach so. Einfach so komme ich da rüber. Jetzt, pass auf. Was? Pass auf, den nächsten schaffe ich auch. Ach du heilige Wurst, wie bin ich denn da rüber gekommen? Mit dem ersten Mal. Wenn ich da jetzt rüberkomme, das zählt nicht als Versuch. Ich bin noch nicht, erst wenn ich runterfall. Erst wenn ich wieder laden muss, das zählt dann als zweiter Versuch da, quasi, weißt du? Na gut, die Glückssträhne ist anscheinend jetzt beendet. Aber ich bin... Alter, wie ich darauf gekommen bin, ey, das war so profihaft. Ja, ja, okay. Hier habe ich Probleme jetzt. Oh Mann, ey. Warte, ich muss die Sicht ändern. Boah, nee. So geht sie gar nicht. Das ist echt super verwinkelt. Kann man natürlich schaffen. Habe ich ja schon geschafft. Aber ich glaube, mit einem Dreifachsprung ist das einfacher als mit einem Weitsprung. Kann das sein? Ja, das war jetzt gewollt. 1, 2, 3. Siehst du? Ah, das ist ein Ach ja, hier gibt es ja auch noch rote Münzen und so ein Spaß. 1. Okay, pass auf. Safen und dann 1, 2, 3. Das war leider 18. Nothing. 1, 2, 3. Oder ich könnte es eventuell folgendermaßen schaffen. Pass auf. Warte. 1, 2. Nee, jetzt ist es wieder... Und zwar so. Weißt du? Einen auf den machen. Das könnte klappen. Ach, egal, ich versuche jetzt einen Dreifachsprung einfach wieder. 1, 2, 3. Ach, das ist trotzdem noch... Muss ich noch ein bisschen so hindrehen. Na, das ist viel zu weit wahrscheinlich. Oder, eigentlich kann ich doch den Weitsprung auch zügeln. Fahrt rausnehmen. Und somit dann die Blickrichtung einfach mal ändern. Komplett. Im Flug, oder? Geht das ein bisschen so nach links verlagert? Nee, es geht nur nach hinten, beschleunigen, verlangsamen und so weiter. Aber nicht das, was ich will. Ich glaube, mit dem Doppelsprung, so, und dann irgendwie noch dieses... Ich glaube, gedrückt hat man das, oder? Nee. Nur wenn ich hochlaufe wahrscheinlich. So, irgendwie dann darauf, dass es sich da festhält. Ach. Ach, schade. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es beim ersten Mal geschafft habe. Ist schon wieder 3, 4 Tage her.
Das weiß ich gar nicht mehr. Ja! Das war wieder knapp. Ja! Alter, wie soll ich da rüberkommen? Ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wie ich da gerade rüberkommen soll. Beim ersten Mal hatte ich, glaube ich, hier nicht so viele Probleme. Bin ich eigentlich der Meinung gerade. Und diese roten Münzen hier, Mist. Die sind bestimmt richtig mies versteckt. Der kleine Lümmel Apius, ja. Oh! Vielleicht hilft es, wenn ich tatsächlich hier einfach mal die Sicht ändere. Das war einmal zu viel. So, irgendwie so vielleicht die Sicht ändere. Der hält sich ja immer automatisch dann irgendwann fest. Dazu muss ich aber relativ lange dagegen quasi hauen. Ich weiß nicht, wie ich da rüberkommen soll. Wie bin ich denn da jemals rübergekommen? Das ist doch eigentlich unmöglich. Ich versuche es nochmal mit einem Dreifachsprung. Super Dreifachsprung. Unglaublich. Ja. Ja. Könnte klappen. 1, 2, 3. Nee, Alter. Huch. 1, 2. 1. Mann, ey. So langsam könnte ich wirklich mal rüberkommen. Ich bin ja. Super, ich bin drüben. Ich bin ja noch nicht mal nach ganz oben gekommen. Da muss ich jetzt nämlich hin. Und ich weiß nicht, wie ich da am besten hochkomme. Alter. Oh, heilige Wurst, ey, boah, ich hab grad gedacht, ich krieg einen Kollaps hier. Das war echt gerade eine Schrecksekunde. So. So. Dann soll man mit einem Dreifachsprung da irgendwie hochkommen. Aber ich hab's ausprobiert und ich hab's, wie gesagt, nicht geschafft. Und deswegen werde ich den Weg nicht machen. Und werde mich dem schwer... Obwohl da... Oh, nee, das ist... Der Weg ist auch wieder komplett schwer. Ich versuche das doch mit dem Dreifachsprung. Muss ich ja... Ich muss hier öfters raufkommen, ja? Und man hat schon gesehen, bei einem einzigen, der so verwinkelt war, hatte ich sowas von viele Probleme schon. Wo geht's denn hier nach oben nochmal? Da vorne irgendwie? Bei der Fackel? Fragezeichen? Hier, oder? Geht's hier nach oben? Fackel ist hier auf jeden Fall. Nö. Ups. Hübsiline. Wie bin ich denn da nach oben gekommen? Hier sind wieder diese Löcher. Ah, mein Popo, mein Popo. Mein Popo, mein Popo. Ja. Ich weiß nicht mehr, wo ich lang gegangen bin. Komme ich denn hier irgendwo hoch wieder? Hier. Hier ist die Stelle. Alles klar. Da vorne ein Schneemann. Das war jetzt, das war gekonnt. Einfach nur gekonnt. Hier mit einem Dreifachsprung hoch. Die Plattform ist viel zu klein. Ich verstehe es nicht. Wenn ich wenn ich den Kommentar oder das Kommentar richtig gelesen habe. Ach so. So easy. Alter. Geil. Was? Wer ein... Ach so, ich muss wahrscheinlich hier erstmal rein... Nee. Wo bin ich? Wo ist die Plattform? Ich glaube, ich bin hier falsch irgendwie. Jetzt ist hier nichts oben, weißt du? Das wär's. Irgendwo... Muss doch hier das Kanonenloch sein. Warte mal, ich mach mal einfach einen Weitsprung. In irgendeine Richtung. Nee, ey, das gibt's doch nicht. Hier muss doch irgendwas sein. Ich habe doch was aktiviert. Boah, die Sicht ändert sich auch. Oh, die ist so kacke, die Sicht. Was? Wieso fliege ich da genau rein? Ich wusste nicht, dass die Plattform da ist. Was habe ich denn für ein Schweineglück heute? Naja, 20 Minuten für einen Stern, Schweineglück. Naja, gut. Aber das war gerade wirklich Glück. Ich wusste nicht, wo ich hinfliege. Zack, sofort bin ich im Loch drin. Hört sich falsch an, oder? Eingelocht. Igitt, du perverse Socke, du. Was ist da drüben? Ich will nur mal gucken, was da drüben ist. Der Tod ist da drüben. Okay, da geht's lang. Warte, hier. Ich will nur mal gucken, was da ist.
will nur mal gucken, was ich bin neugierig. Nee, ich will gucken, ob da ein Stern ist. Dann weiß ich schon mal, was ich im nächsten Part machen werde. So. Kann ich irgendwie abbremsen? Nö, es geht nicht. Aha, wo lande ich da? Oh, ey. Jetzt bin ich verglitscht da gestorben. So was ist auch immer mies. Feuer! Feuer auf, Luke Deck 8. Feuer auf. Yeah, Sturzflug. Okay, jetzt hole ich den Stern. Warte. So, einmal runter. Und dann haben wir Stern Numero 72. In 20, sprich 21 Minuten haben wir es geschafft, einen Stern einzusammeln. Und eine Kanone zu aktivieren. Das ist schon mal, naja. Und wie gesagt, frohe Weihnachten. And a Happy New Year. Das ist ja immer so der Slogan, immer so der Satz. Aber, naja. Happy New Year ist erst am 31. Das sage ich dann auch nochmal. Vielleicht haben wir ja bis dahin Nightmare schon durch. Hahaha, ha, ha. Das wären, warte, sieben. Ah ne, morgen ist ja 24. Das wären 6 Tage, das sind 7 Folgen. Ich glaube nicht. Bis dann, ciao.